Hi Leute, willkommen zurück zum Super Mario Maker. Jetzt wieder euer Matti. kurz bevor wir starten, was Organisatorisches. Einige von euch haben mir gesagt, dass das Spiel laggen würde teilweise. Das stimmt. Ich habe das hier nämlich jetzt geändert. Ihr wisst ja, wie es bei mir ist. Ich habe einen riesen Fernseher, der geht auf 1080p. Und ich habe meinen Computer direkt daneben stehen, mit dem ich das hier alles aufnehme. Und die Capture Card, die läuft leider nur bis 720p mit der Wii U flüssig. Ich habe es jetzt mal umgestellt von 1080i auf 27p. Mal gucken, ob es jetzt anders ist. Ich habe keine Ahnung. Also mehr fällt mir nämlich auch nicht ein. Also wenn ihr da noch Tipps hättet, gerne. Her damit. Ich nehme alles an, was es anzunehmen gibt. Gut. Es ist eine Menge passiert. Ich habe nämlich rausgefunden, wie man die Foto ändert hier. Und das ist jetzt hier schon ein bisschen lustig. Weil ich habe mich ja beschwert, dass es hier keine schwarzen Hände gibt. Und es gibt schwarze Hände. Wenn ich jetzt hier links den Steuerknüppel reindrücke von meinem Wii U Gamepad, kann ich die Hand ändern. Hätten wir einmal ein Kätzchen, ein anderes Kätzchen. Dann hätten wir hier noch ein anderes Kätzchen. Dann hier so ein Wurstfinger. Dann hätten wir das, was schon sehr cool ist. Dann seht ihr nur eine Hand und keinen Finger dabei. Dann hätten wir die normale Hand. Dann hätten wir die gerne mal in anders und dann in noch heller, in noch dunkler, koreanisch und dann, damit bleiben wir mal bei der Katze. Damit können alle Leute leben. Wenn wir eine Katze als Fingerchen haben, dann sind wir alle zufrieden. Ich kann die auch noch umdrehen. Dann haben wir eine Linkshänderkatze. Alles möglich. Aber es soll sich einfach nur niemand diskriminiert fühlen, deswegen mache ich jetzt krafteigene Arroganz eine Rechtshänderkatze. Und zwar die getigerte hier. Die ist es. So. Gut, damit hätten wir das Organisatorische fertig. Ich wollte jetzt einmal kurz auf Level aus aller Welt, denn ich habe wieder neue Sachen gebaut. Noch lange nicht aufgenommen, aber selber Sachen gebaut. Das ist schon geil. Und zwar, oh Gott, jetzt muss ich selber mal gucken. Hier, Matt Baron, 19 von 20 Level hochgeladen. Und ihr seht es hier schon, Blues. Ich nehme übrigens gerade am 21.09.2015 um 18.15 Uhr auf. Falls irgendjemand von euch sich fragt, wie es ist. Ja, ihr spielt ja meine Level auch. Und dementsprechend wollt ihr ja wissen, wann ich die dann eben baue und hochlade. Dann seht ihr ja in der Liste, dass die schon ein bisschen länger drin sind. Zum Beispiel Carphone ist ja lange drin. Surprise hat leider nicht so viele Daumen hoch, wie ich gehofft hatte. Poseidon Spalte hat den Leuten überhaupt nicht gefallen. Ich fand's komisch. Also eigentlich mochte ich das Level, das wir auch zusammen gemacht haben, war nicht schlecht. Yo, der Tough Shit sind natürlich Pommes Halteriemen und hier Carphone und Super Rasivi Card, die hatte ich ja gezeigt. Und ich wollte euch zeigen, ein paar Kommentare zu... Nee, meist noch nicht. Ich glaube, dafür muss ich noch die anderen Level zeigen, die ich hier gespielt habe. Da wurden nämlich von einigen Japanern auch noch Sachen gemalt. Es geht, ist ja möglich, auf diesem kleinen Touchscreen hier irgendwas hinzumalen. Und ich habe 146 Sterne und ich weiß nicht, wann ich meine nächste Level-Hochschaltung habe. Weil ich glaube, die Welt will meine Level haben und deswegen sollen wir das einfach mal machen. Okay, ich habe jetzt eine Reihe gemacht. Ihr habt ja schon gemerkt, dass im Let's Play ich versuche, so ein progressives Level zu machen. Das heißt, wir haben Fipsiland 1, 2, 3 und 4. Jeweils eben Fipsiland 1 mit hier grünem Theme. Fipsiland 2 werdet ihr gleich noch sehen. Fipsiland 3 ist Ghost House und Fipsiland 4 dann eben Bowser Castle. Alles nicht so einfach. Also, das, wenn ihr es spielen würdet, also random, dann würdet ihr es wahrscheinlich unter dem schweren Bereich finden. Außer Fipsiland 1 ist dann doch ein bisschen gediegener gewesen. Wir machen ja in dem Let's Play hier Rasivi Brothers. Das habe ich ja schon gesagt. Da werdet ihr nicht drum herum kommen. Das machen wir hier. Und dann gibt es eben die Sachen, die ich offline für mich selber, offcam für mich selber gebaut habe. Und zwar Fipsiland 1. Und ich hoffe mal, das klappt jetzt mit der Latenz soweit. Sieht gut aus. Ja, spielt sich auf jeden Fall flüssig. Nee. Natürlich kann mir keiner das nehmen, dass ich hier mit normalem Super Mario Theme das alles hier mache. Ich find's übrigens schade, und das habt ihr mir auch gesagt, dass der Mario nicht mehr so geil mit den Arschbacken wackelt, während er die Weine hoch und runter rennt. Also das ist hier Fipsiland 1. Grüße an Fipsi an dieser Stelle. Moin. Es ist, was ich nicht verstehen kann, ist, wie einige Leute an solchen Momenten hier sterben. Also,
man überlegt sich ja selber, wo man die Schwierigkeiten hinbaut. Und ich hätte eigentlich gerne am liebsten, dass man so ins Level gehen kann und man sieht, während man hier rumläuft, wo die Leute gestorben sind. Das kann man machen, indem man sich selber hier in den Torf jagt. Das geht. Indem man selber dann sich umbringt. Dann kann man es dann dementsprechend sehen. Aber man kann es, glaube ich, nicht sehen, indem man, wenn ich hier einfach so laufe, dass ich es einfach einblende. Geht das? Nee, geht leider nicht. Hätte ich gerne. Kommentare? Nee. Da kann ich nur ausschalten, einschalten, wie auch immer. Aber Kommentare lassen wir mal so drin. Es gibt ja einige, die hier Kommentare noch reingeschrieben haben. Ins Level selber. Ja, und jetzt die Frage an euch hier, Fipsiland 1.4. Gefällt euch das? Gefällt euch das nicht? Ist das der Tough Shit oder ist das der Tough Mudder? Keine Ahnung. Was übrigens auch nicht geht, ist hier der doppelte Flugsprung. Und das habe ich auch neulich erst gemerkt. Ich habe hier einen roten Cooper gefangen in meinem Mund. Und wenn ich ihn rausschmeiße, dann bleibt das lediglich eine Shell. Dennoch, wenn ich jetzt hier... Okay, Yoshi, ich brauche dich mal ganz kurz. Dein Typ wird gefragt. War das hier? Nee, da hinten war der. Wenn ich eine Feuerblume fange... Aufessen ist es ja nicht, eigentlich nur im Mund behalten. Verschlucken auch nicht. Also, wisst schon, wenn ich hier eine Feuerblume in den Mund nehme, ne? Dann wird daraus eine heftige Flamme. Und ein extra Leben. Yeah. Okay, so viel zu Fipsiland 1. Ich kann nicht versprechen, dass Fipsiland, die anderen Fipsilands, dass sie alle hier so laufen werden. Ich denke nämlich nicht. Für einen Matty eigentlich so einfach, aber als 1-1 top. Gerne mehr davon. Bin dabei. Solche Sachen mache ich immer. Also ich versuche ja, in meinen Levels so ein bisschen den Originalstil nachzuahmen. Oder ich habe eben gerade eine geile Idee, die ich umsetzen muss. Ihr seht gerade, wenn ihr das Video auf Vollbild habt, wo die Leute gestorben sind. Das heißt, ganz am Anfang, ein Tipp von mir, sterben viele Leute, weil ihr da noch kein Power-Up habt. Und es geht mir wahrscheinlich nicht anders. Ganz am Anfang, wenn ihr es so macht, ich kann es ja eben mal zeigen. Wartet mal, ich habe das ja alles nochmal in meinem Level-Editor gespeichert. Und außerdem, warte mal, Shoutouts an euch, dass das Projekt hier so gut ankommt. Ich liebe es. Danke. Das ist so schön, wisst ihr das? Meine Views haben sich verdoppelt in der Zeit, wo ich das hier hochlade. Das ist einfach so ein Wahnsinn. Und ihr guckt mir sogar gerne zu, während ich hier nur die Sachen baue. Okay. Hier sind Fipsiland 1, 2, 3, 4. Laden wir einfach mal Fipsiland 2. 1, 2, hier. Da wird es natürlich auch später noch ein weiteres Fipsiland geben. Also Fipsiland 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Aber dafür brauche ich, wie gesagt, und deswegen wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr das tun würdet, positive Bewertungen im Mario Maker. Wenn ihr das Level nicht mögt, dann gebt mir gerne eine Münze, so einen Stern und schreibt mir, dass ihr es scheiße fandet. Oder wie ihr es fandet. Weil ihr mir da schon eine Menge bei helfen würdet und das hält auch das Let's Play am Laufen. Also das ist eben das Wichtigste, dass ich auch Level hochladen kann. Und es ist ja auch schön für euch, wenn ich das hier erstelle und ihr könnt es dann eben spielen. Okay, zum Beispiel hier, wenn man ein Level am Anfang hat und einfach nichts macht, zack, da sterben so viele Leute, ich glaub das gar nicht, wie viele X'e ich hier immer sehe, ganz am Anfang. Moin, okay, hier geht's hier rein und Fipsiland 1, 2 ist ein Wasserlevel. Dieses Wasserlevel hat es tatsächlich etwas in sich. Es gibt sehr, sehr viele schwierige Szenen, die man eigentlich auch vorher austesten muss. Das Wichtigste, falls ihr es noch nicht gespielt habt, und es haben wenig Leute gespielt, weil die meisten gesehen haben, oh scheiße, Wasserlevel machen wir nicht. Jetzt zum Beispiel bin ich schon gekniffen, also das hätte ich eigentlich so nicht machen sollen. Okay, ich muss jetzt warten, bis er hier rallt. Das Wichtigste ist nämlich zum Beispiel den Goomba am Anfang. Der muss mitgenommen werden. Damit kann man jetzt hier nämlich schön andere Leute steinigen. Dieser Level ist relativ gemein gemacht, also es gibt sehr, sehr viele Szenen, wo man als Spieler einfach nur verarscht wird. Auch wenn es eigentlich, ja, es ist jetzt nicht so ein Kaizo-Dreck, aber zum Beispiel hier. Hier, ich kenn's schon, deswegen warte ich hier erstmal. Also der Trick bei der Sache hier ist, dass man hier eine Blume kriegt. Und diese Blume kriegt man, indem man hinterher nochmal einmal um dieses Ding herumläuft. Während man aber an diesem Ding herumläuft, kommt von rechts schon ein Blooper angerallt. Und ja, man muss hier auf diese komischen roten Stachelfiecher warten. Und hoffen, dass der Blooper einen derweil nicht fletscht.
Es tut er jetzt gerade nicht, aber glaub mir, ich habe sehr, sehr, sehr viele Testläufe in meinen Levels gemacht. Es ist nicht so, dass ich irgendwie dies einmal durchspiele und dann denke ich mir, oh ja, hat geklappt, dann machen wir es eben. also ich mache schon mehrere Testläufe, um zu sehen, wo sind die Schwierigkeiten. Ich mache Testläufe, wo ich dann sage, nein, ich hole mir tatsächlich jetzt kein Power-Up, um zu gucken, ob es ohne Power-Up auch noch möglich ist. Ein kleiner Hinweis bei meinen Levels, falls ihr sie spielen würdet, was ich auch immer wieder gerne begrüße, sage ich ja immer wieder. Ich freue mich darauf, wenn ihr meine Level spielt. Die Power-Ups machen das, was man hier so hat, relativ einfach. Aber es ist auch nicht einfach, an die Power-Ups zu kommen. Das ist so das ist so der Trick bei der Sache. Wenn ihr die Power-Ups hier zum Beispiel hier... Wenn ihr die Power-Ups haben wollt, dann müsst ihr da teilweise schon ein bisschen durch die Hölle gehen. Es sei denn, die Power-Ups bringen euch tatsächlich nur weiter und ihr braucht die Power-Ups, sonst kommen einige Stellen, wo man dann wirklich nicht weiterkommt. Okay, hier oben wäre zum Beispiel eine Feder drin. Theoretisch könnte man den ganzen Weg auch unten lang gehen, aber da macht man sich unnötige Arbeit mit. Was sehr schade ist bei Mario Maker, ist, dass der Yoshi die Münzen fressen kann. Zum Beispiel diese Szene hier, ohne gescheiten Yoshi kommst du da kaum vorbei. Ich gebe zu, dass ich ein sehr großes Faible dafür habe, sehr viele Geschosse gleichzeitig auf dem Bildschirm zu haben. Diese Szene hier gilt als kleiner Mario gar vorzüglich. Aber als großer Mario sollte sie auch machbar sein. Also wie gesagt, wenn ihr meine Sachen spielt, holt euch die Power-Ups. Wenn ihr Power-Ups findet, dann nehmt die mit. Ich verteile auch gerne mal großzügige Power-Ups. Also es ist jetzt nicht so, dass man so ein Level mit nur einem Power-Up macht. Es gibt aber auch nicht so 500 Power-Ups an einer Stelle. Das lasse ich nicht mehr machen. Das ist ja auch schon wieder langweilig da. Das will ja keiner sehen. Ich weiß nicht, jeder hat so seinen Stil und das hier ist eben meiner. Okay, das wäre Fipsiland 1-2 gewesen. 1-2-15. Und dann geht's jetzt weiter mit Fipsiland 1-3. Fipsiland 1-3 ist noch schwieriger als Fipsiland 1-2. Oh Gott, das kostet dieses Mal so viel Geld. Hier findet man aber auch ein Power-Up ganz am Anfang des Levels. Und ich finde, das muss. Ich finde, das gehört sich. Und das hier ist jetzt so eine P-Switch-Gejuggle-Geschichte, die in der Beta-Version unheimlich frech war. Also, da habe ich hinterher auch alles... Ich habe ein bisschen Würze rausgenommen hier, das gebe ich zu. Dennoch ist es auch hier wichtig, am besten keine Power-Ups zu verlieren. So, die Szene war damals schon sehr, sehr frech. Ja, die ist immer noch sehr frech. Starten wir einfach hier nochmal neu. So. Wenn man lustig ist, kann man da oben links auch noch was mitnehmen. Ich glaube, da ist nur ein Extra-Leben. Das bringt einem aber insofern nichts, da man, wenn man das Extra-Leben mitnimmt, eigentlich hier seinen Anschlusszug nicht mehr kriegt. Und wenn man den Anschlusszug nicht gekriegt hat, dann steht man eben eine Dreiviertelstunde in Bielefeld rum und das will man ja eigentlich nicht. Lieber in der Stadt rumstehen ist besser. Okay. Das ist schon tricky hier. Also da muss man schon aufpassen. Trick 15 ist natürlich hier... Nee, Trick 17 ist, ich starte nochmal von vorne, dann kriege ich halt zumindest ein Power-Up. Wusch! Trick 17 ist... was war denn Trick 17? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte irgendwas sagen. Trick 17, genau. Unten lang, bei diesen Böller-Dingern, geht natürlich auch. Da ist nur die Frage, ob man hinterher das mit dem Anschluss noch richtig hinkriegt. Blues wurde von Little Big Player gespielt. Grüße an dieser Stelle. Danke fürs Spielen. Falls du das hier siehst. Ich gehe mal davon aus. Shoutouts an dich. Also, wenn man hier das Power-Up hat, ist man dann schon ein bisschen auf der sicheren Seite. Er hat mich noch nie wirklich gestört. Okay, da muss man natürlich dann auch aufpassen. Ich brauche den P-Switch, das ist leider das Ding. Wenn ich den P-Switch nicht habe, komme ich da vorne nicht weiter. Und ich will jetzt auch nicht lustigen Spürgenkram betreiben und das Level so weit editieren mit Schummeln und weiß ich nicht was. Ich fand diese Szene, wo man am Ende mit der herunterfallenden Plattform da in die Röhre rein muss, schon sehr böse. Wie war das eigentlich? Komme ich hier auch so vorbei? Nee. Also, es gibt ein Pattern, wo du dann keinen Hit kassieren musst. Das gibt's. Und für echte Rallyes, die gehen dann da am besten nicht. Ja, echte Rallyes warten. Er ist auch eine Sau hier. Er ist eine richtige Sau. Der springt natürlich so hoch, wie dieser Raum eben auch ist.
und macht das Ganze dann dadurch ein bisschen schmackhafter. Da klimpert das doch. Okay. Hier geht's jetzt weiter. Ihr werdet sehen, dass ich Power-Ups doch sehr fair verteilt habe. Das heißt, überall da, wo es ein bisschen kniffliger wird, gibt's dann Power-Ups. So, jetzt lecken wir am Arm. Ich werde hier jetzt einen P-Switch reinmachen, weil ihr es ja bis hier gesehen habt. Okay, hier gibt's den P-Switch. So, dann können wir theoretisch hier durch. Vorher waren auch noch mal ein paar Geister drauf, die dann so hin und her fahren. Da waren noch ein paar mehr, die habe ich alle rausgenommen. Das war mir dann doch ein bisschen zu hart. Man muss es ja auch hinkriegen, ne? Okay, das ist natürlich der Trick hier. Wenn man die Münzen nicht mitnimmt, sondern da gleich auf den P-Switch springt, dann hat man hier ein richtiges Problem. Dann ist hier rechts ein alternativer Weg, wie man aus dem Level noch rauskommt. Okay, hier geht's jetzt weiter. Jetzt ist man hier nochmal im Untergrund. Also ich mag es gerne, so zwei Levels teilweise so miteinander zu verknüpfen, dass man die so ein bisschen parallel spielt. Und ja, die Szene hier ist doch ein bisschen schlimmer. Vor allen Dingen, wenn man hier das zweifelhafte Glück hat und sich irgendwo ein Power-Up dann klemmt und verliert. Das mit diesen Maulwürfen hier fand ich übrigens ultra klasse, wie die da rechts rausgucken. Ich muss gerade hier ein bisschen aufpassen, deswegen kann ich nicht gucken. Ja, oder man macht hier den Damage-Boost, das geht natürlich auch. Es gibt ja genug Power-Ups. Gut, und wenn man das geschafft hat, bis hierher gekommen ist, dann schafft man's. Dann ist der Level vorbei. Ich kann euch auch nochmal zeigen, ich habe übrigens auch hier oben noch was reingebaut mit noch einer Tür. Da kommt man aber nicht hin. Wenn man da hingeht, es sollte eigentlich so sein, dass irgendjemand dann durch die Wand gucken kann und dann sehen kann, aha, guck mal, da ist ja auch noch was. Ja, im Endeffekt eigentlich nicht. Dann kann man hier so durch, so. Und dann ist man hier, aber hier geht's auch nicht weiter. Also das ist alles hier totaler Blödsinn. Ich wollte eigentlich nur, wenn irgendjemand hier so startet, dann sieht er, aha, guck mal, da links ist noch was. Ne, jetzt habe ich es falsch gezeigt. Ah, Gott. So, hier hin, spielen. Jetzt sieht dann, aha, da ist noch eine Tür. Wie komme ich da denn hin? Das ist natürlich Blödsinn, da kommt man nicht hin. Das ist alles ein roter Hering. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt Secret of, Fipsiland haben wir 1 und 2 gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, morgen machen wir Fipsiland. Oh, ich hab Schluck auf jetzt gerade. Scheiße, ich muss jetzt abmoderieren. Morgen machen wir Fipsiland 3 und 4 und wir machen Tier-Adventure. Made by Cupcake-Katze. Das wird eine Fahrt. Bis dann. Schreibt mir bitte gerne mal rein, wie das mit dem Lag diesmal war, mit dem Ruckeln. Hat es geklappt oder hat es nicht geklappt? Wäre ganz cool. Also dann bis morgen. Tschüss.